Weit hebt sich das äthiopische Hochland in den Himmel über dem Äquator. Seltene Tiere, die nur hier leben, in der einstigen Wiege der Menschheit. Die rauen Hochebenen im Osten Afrikas sind auch die Heimat von Wölfen. Vor Jahrtausenden haben sie sich hierher zurückgezogen. Dies ist die Geschichte einer jungen Wölfin und ihres Rudels. Es sind Hochlandwölfe. Und die gibt es nur hier, auf dem Dach Afrikas.